Christa Holzheimer. Und wer zwischen 14 und 20 Jahren alt ist und Interesse an den U20 Poetry Slam Workshops hat, die ab morgen 17 Uhr in der Schauburg wieder losgehen, der kann sich gerne am Büchertisch erkundigen, bei Carmen oder bei Franziska fragen, wie das so abläuft. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Es gibt insgesamt 11 Termine, immer montags, immer zwischen 17 und 19 Uhr. Ja, schaut da einfach vorbei und werdet große Slam-Poeten und tretet hier vielleicht auch mal auf. So, früher war alles besser und früher war die Position 8 reserviert für ein Poetry-Team. Und jetzt ist es heute so, wie in alten Zeiten, durch Losentscheid ist auch tatsächlich unser heutiges Poetry-Team auf die Position 8 gelost worden. Es sind zwei junge Menschen aus Berlin, die dort ja auf den Slam-Bühnen in der Hauptstadt große Erfolge feiern und sich zusammengetan haben. Es handelt sich um Malte Roßkopf und um Felix Lobrecht. Und gemeinsam sind sie das Poetry-Team Slam Dog Millionär! Und weil sie nun Slam-Poeten handelt, müssen wir natürlich auch doppelt so laut klatschen für die letzten Meter. Slam Dog Millionär. Hallo. Hi. Ja, servus noch. Freitag, planlos, Fernsehen, läuft nicht, Facebook, offline, Freundin, Single, Status, doof. Status quo, alles doof. Nicht bei uns, es ist Slam Dog Millionär. Wir sind zusammengestört und ihr seid zusammen betört. Wie Nerd beim Flirt, wir Excel und Word durch unseren exzessiven Wirbel Squirt. Wir kamen aus den Alltagsverliesen, die wir verließen, in Nächten wie diesen, die wir genießen. Wir zwar nur Zwerge, doch auf Schultern von Riesen, Mengen Alkohol. Gin Tonic, Whisky Cola, Gin Tonic, Whisky Cola, Gin Tonic, Whisky Cola, rum, rum. Vodka, Whisky, Weinbrand, Brandy, Cherry, Schnapszeit, Shots mit Danny Hemingway und Dirty Harry, Raspberry, Bloody Mary, Scotch. Kaufen, Whisky on the rocks, saufen, an Alk und nicht an Gott, glauben, Starro! Amen. In Nächten wie diesen verkloppen wir von Goku und zünden uns mit einem Kamehameha die Kippe danach an. Danach tanzen wir den Mambo Number 6 auf dem Grab von Erika und Jessica und Sandra und Rina. Und suchen alle 7 Dragon Balls. Und finden alle 7 Dragon Balls. Wir wünschen uns den goldenen Schnaps. Denn wir spielen Quidditch in der Fußgängerzone auf Staubsaugern. 21. Jahrhundert, die Mogel. Was geht? Ja, leider haben wir Italiener überfahren und Janaina ist wieder Single. Mi scusi. In Nächten wie diesen fahren wir mit einem Taxi nach Paris. Ach was, auf Tournee nach Athen. Danach gehen wir den Tournee-Taxi-Tipps für den Trip. Der Trick tritt durch. Der nächste Trip ist da lang und dann da lang. Mit 180 km/h nach Hamburg brettern und dann erstmal schön deutscher Meister im Poetry Slam. Ja, die Meisterschaften waren gerade und wir sind als Letzter nach vorne rausgeflogen, weil du deinen Text vergessen hast, du Pokémon. Selber, Spiegel, gönn ihm mal. In Nächten wie diesen nehmen wir all unseren Mut zusammen, werfen uns in Schale wie ein Müsli, sind in Topform wie ein Topf und gehen zu der Frau unserer Träume. Die, wäre sie ein Fußballverein, definitiv nicht Arminia Bielefeld wäre. Die, wäre sie ein Eistee, definitiv nicht von Trader Joe's wäre. Eine Frau, die so unbeschreiblich ist,
wie eine PDF-Datei. Lorelei war eine vom Himmel Gesandte mit Monroe-Verwandte, die von den Schönsten der Schönen abstammte. Ihr Anmut lässt sich in Worten schlicht nicht bändigen, ihre Perfektion passt partout auf kein Handicap. Kein Handicap, kapiert? Und in echten Wiesen stehen wir zur Romantik. Und deswegen in gebückter Pose mit gezückter, kürzlich frisch gepflückter Rose, mich bedrückt nichts. Glücklich. Aus mir sprudelt üppig, frohsinnig als Cola-Dose, die mit Mentos bestückt eine Stunde geschüttelt wurde. Und jetzt stehe ich hier mit einer gekauften Rose in den Händen, um sie als frisch gepflückt zu verkaufen und trotzdem zu schenken. Ich projiziere ihr mit der Liebe in meinen Augen das Bild einer gemeinsamen Zukunft in den Himmel. Lorelei sagt, definitiv nein. Und ging. Betretenes Schweigen. Na und? Auf jeden Berliner kommen 7 Spätschopf. Auf jeden Spätschopf kommen 7 Frauen. Auf jede Frau kommen wir. Wenn wir wollen, in Nächten wie diesen reden wir uns zumindest ein. Und wir gehen durch den Club. Die will mich, die will mich, die und die und die da auch und die wollen mich, genau das ist, was ich brauche. Und die da guckt. Oh mein Gott, ich bin so cool! Die da guckt nicht. Mir egal, die ist wohl blind. Oder noch schlimmer. Die ist eine eklatante. Ekeltante. Die täglich auf der Theke tanzte. Eine Kussi-Pussi-Pussi-Tussi. Modemuschi. Kitsch-Bitch. Location switch. Neuer Club, neue Pitch. Slam Dog Millionär fightet bis zum Bitteren. Stern, wie es wirklich war. Wir liefen durch den Club. Keiner kennt uns hier in München, in Substanz. Keiner kennt uns, bleibt wohl doch beim Solotanz. Aha. Zum Glück können wir in Nächten wie diesen immer noch den Sinn des Lebens nach 8 abstrahieren, nachts kapieren, was passieren würde, wenn wir wüssten, was passiert wäre, wenn wir wüssten, was passiert ist. Ich weiß nichts mehr. Ich bin breit wie eine Eule und blau wie Schlumpfeis. Oder wie ein eigentlich grüner Kaktus, der eigentlich grün ist, aber jetzt blau ist, weil eine breite Eule mit Schlumpfeis bekleckert hat. Touché. Und in Nächten wie diesen brauchen wir etwas länger, um aus unserer Kindheit zu erzählen. Ich war mal auf dem Straßenstrich. 21, 22. Da traf ich eine Frau. 22, 23. Ihre Stimme war wie die von Azad. 25, 26. Kids, this is how I met your mother. Widerwärtige, eklige Scheißgeschichte. Doch was soll's in Nächten wie diesen, die wir genießen, verzeihen wir uns diese. Das Leben ist eh schon ernst wie der Reuterplatz. Wir brauchen Kräuterschnaps. Gegen jeden schlechten Anschein ist Walking und Sunshine die Punchline. Nichts muss, aber alles kann sein, gib uns Brandwein. Und kipp ein, setz an, trink aus. Ex. Kipp ein, setz an, trink aus. Ex. Kipp ein, setz an, trink aus. Explizite Schnäpse. Explizite Texte. Exzessive Gäste. Eskalierte Feste. Alles verschwimmt, bestimmt, schwindelnd, schimmert im Dimmerlicht, dümmerlich, kümmerlich, schlicht gestalten. Besinnungsloses Abtreiben, Budweiser, Schnapsleichen, Singsang ohne Satzzeichen, vom Sinn des Ganzen abweichen. Weich ab, nice was, alle Frauen heiß was, heißt das, bleib wach, gleich 8, Nacht vorbei, seit Nacht um 3 und nachtet wie der Mondschein sein, belohnt mit Wein, Gebot zu schreien, ich höre nichts mehr, Einheitsbrei, Gefühlsraub, Gefühl, taub, Gefühle, alle ausgestaubt, Sätze ohne solchen Sinn, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. 21, 22, Rausch der Rausch im Rausch vorbei. Es sind Nächte wie diese, die man nie vergisst, wenn man sich an nichts erinnert. Dankeschön.